der Hälfte von San Marino. Gündoğan, der Ball ist gut. Khedira. Und es steht 1:0. Siebte Minute. Sami Khedira auf Vorlage von İlkay Gündoğan. Gut eingelaufen vom Turiner und dann der kluge, gut getan. Lange nicht getroffen in der Nationalmannschaft. Khedira, Simoncini ist daran. Gnabry, 2:0. So, der Torreigen ist längst eröffnet. Serge Gnabry. Debüt und gleich Länderspieltreffer Nummer 1. So, Gündoğan, Hector, die Blauen stehen sehr weit weg von den jeweiligen Gegenspielern. Khedira, es ist ja kein Abseits, obwohl es knapp war. Und der zweite Ball landet vor dem Fuß von Gnabry. Das Angriffsspiel involviert. Gnabry auf der anderen Seite deutlich auffälliger. Götze, und jetzt steht es 0:3. Jonas Hector. Man guckt sich an und denkt sich, Jonas Hector in Mittelstürmerposition. Überraschend. So ist es passiert. Gündoğan, Götze, Gomez ist aus dem Sturmzentrum auf den Flügel ausgewichen. Hector dann durch die Mitte. Gnabry nicht im Abseits. Serge Gnabry. 0:0. Boah. Ja. Vielleicht sind es nur ein paar Zentimeter, die im Abseits steht. Aber das zu sehen, schwierig für den Assistenten, der diesmal die Fahne unten lässt. Simoncini ist chancenlos. Flanke von Kimmich. Und dann nimmt er den wunderbaren Dropkick mit der Innenseite. Simoncini ist nicht dran. Und jetzt ist er drin. 0:5. Jonas. Alaf. Hier Götze. Und dann Hector. Einfach mit der Picke rübergedrückt. Und es ist noch ein Weilchen zu spielen. Ich habe das eben mal angesprochen. Also die Blauen, die hier tapfer versuchen zu verteidigen. Müller. Guter Ball, Gnabry, der hat sowas von Selbstvertrauen. Und was ein schönes Tor. Serge Gnabry, Dreierpack. Danke für die Einladung, Herr Löw. Boah, super Ball. Und technisch ist das richtig groß. Serge Gnabry. Hier der Blick von Müller, der kommt natürlich auch präzise. Und dann vor Lanz, Simoncini und Eigentor. Diesmal war es nicht der Tonelli. Und das sind eben da diese Bälle, die ich eben ansprach. Diese scharf vorhergespielten. Eben war es ja Henrichs, jetzt hier Volland. Das kann so schnell gefährlich werden. So Abpraller. Und dann ist die Reaktionszeit eben so unverschämt kurz, dass diese Eigentore passieren können. Aber abgeklärt von Stefanelli. Noch mit der Innenseite. In der 81. Minute. 0:0 und das ist das 0:8. Kevin Volland, auch er darf. Und 5 Minuten. Noch nicht so wirklich angekommen bei Bayer Leverkusen. Nach seinem Wechsel aus Hoffenheim, der Fehler von Simoncini. Und dann ist natürlich alles löchrig da hinten. Kevin Volland hat kurz Probleme bei der Ballannahme, dann aber ein sehr guter Drehschuss von Kevin Volland, der ja für 20 Millionen Euro gewechselt ist von der TSG zu Bayern 04. All'85. per la Germania ha segnato il numero 20 Kevin Volland.